Hallihallo, hier ist euer Commander. Heute mal mit einer normalen Aufgabe im M51 IS Sherman Herman. Wie ihr seht, schönes Gerät, Premium Panzer, der Soldschreiber-Reihe. Mal gucken, wie die alle hinfahren hier. Das wird schon mal dahin, das ist gut. Ich fahre hier mal hoch. Eigentlich ist der Weg, den ich gerade fahre, gut für Spähfahrzeuge. Weil ich versuche jetzt mal auf die Position der Spähfahrzeuge zu kommen. Und von da aus hat man super Ziellinie auf fast alles hier in dem Spiel, was auftaucht. Der da schon jemand geschießen will. So, mal schauen. Auf diese Kante da oben will ich hochkommen. Mit einem Spähfahrzeug muss man ganz schön Anlauf nehmen, um da hochzukommen. Aber ich hoffe mal. Ja, hier ist eine Kante, da komme ich hoch. Dauert einen Moment. Aber ich komme hoch. So, von hier aus seht ihr das. Ein Panoramabild zum Umhauen, aber wenn ihr jetzt weiterfahrt als das, wie ich jetzt hier stehe, kann es sein, dass euch da vorne, in die Richtung, in die ich hier gerade schaue, schon ein Haufen Leute entgegen sind. Und es kann auch sein, dass euch da schon jemand aufdeckt. Aber, au, seht ihr das? Neben mir schlägt schon ein. Aua, aua. Wer schießt denn da in meine Richtung? Au, schon wieder. Da, da, da. Hier hinstellt, habt ihr die perfekte Sicht. Fahr ich mal mit runter. Es ist ja überhaupt nichts los. Aber was ist das, sowas solltet ihr nicht machen. Das hat mir jetzt 295 Damage abgezogen, Hitpoints abgezogen. Mehr. Das war auch schon die Runde, das ging ja also, ziemlich flott. Also da, wo ich da oben gestanden habe, eben, das ist gut für Radfahrzeuge, Spähfahrzeuge, also kleine Spähfahrzeuge auch mit Ketten natürlich. Nur müsst ihr da ganz schön Anlauf nehmen, um da so hochzukommen. Mit einem Panzer geht das anscheinend sehr viel besser, weil mit dem Radfahrzeug habe ich da immer ein bisschen Probleme und auch die leichten Spähfahrzeuge mit Ketten kommen da nicht so ganz so mit gleich ersten Anlauf hoch. Da müsst ihr mal gucken, wie ihr da am besten anfahrt. Kann ich auch nicht sagen. Aber von da, wie gesagt, da seht ihr alles. Da deckt ihr auch fast jeden auf, wenn euer Fahrzeug eine hohe Sichtweite hat. Mein Fahrzeug hat jetzt nicht ganz so eine hohe Sichtweite gehabt. Deswegen. Oder ich war nicht schnell genug, weil ich kam ja diese Kante da nicht sehr viel schneller hoch jetzt gerade. So, ein Fehlschuss, 6 direkte Treffer. Mal gucken. Ja, 6 direkte Treffer und 5 Kills. Das ist in diesen unteren Tiers 1, 2 bis 3 ist das so. Da sind die Gegner fast nur One-Shots und da muss man sich dann halt auch beeilen, Punkte zu machen. Manch einer wie ich, der halt schon viel Erfahrung hat und alles und das dann mal wieder macht, der fährt da durch, als würde einkaufen gehen sozusagen. Ach, den nehme ich mit und den nehme ich mit. Ne?
weil es ist einfach für mich zu einfach im Moment. Also was heißt im Moment? Das wird immer zu einfach sein für mich, das normale Spielen. So, das ist der M51 ist Hermann. Das Datenblatt kann ich euch mal zeigen. So, macht 350 Schaden. 300 Durchschlag, das ist, glaube ich, Moment, muss ich nochmal schauen, mit Heat. Der hat auch nur Heat drauf. Und High Explosive Granaten. High Explosive kann man in dem Fall schon öfter mal verwenden, weil das sind niedrige Tiers und die in diesen niedrigen Tierstufen ist die Panzerung nicht sehr dick. Ne? Da kann man das schon öfter mal verwenden. Ich hab's ja auch mit drin, seht ihr ja, was ich ja sonst eigentlich nie hab. Nochmal Datenblatt. So, 3500 Damage die Minute macht er. 5 Sekunden Nachladezeit, sehr gut. Mit dem Philipp Holzklau geht das unter 5 Sekunden. 1500 Hitpoints, also Trefferpunkte, 50 Wanne. Kompositwanne soll das wahrscheinlich heißen, aber Komposit, da ist kein Schirm damit gebaut worden, soweit ich weiß. Weiß ich nicht, wie das zu deuten ist, genau. Turm 75 vorne, Panzerung, das ist genau dasselbe mit dem Turm da, kein Plan, warum das da so steht. Ja, die alten Tanks sind halt nicht sehr schnell, das ist halt eigentlich ein Sherman-Tank, ne? Wurde halt umbenannt. Und ich glaube, der hat eine größere Kanone drauf. Gucken wir dann gleich nochmal in den Modifikationen, da kann man das besser ablesen. Tarnung 20%. Ich habe da ja eine Tarnung drauf. Der ist zum Selbsttarnen, der hat keine feste Tarnung drauf. Sicht in Bewegung 435 Meter ist sehr gut. Und 505 Meter im Stehen ist auch prima, aber das liegt eben auch an den Retrofits, die ich auch wieder drin habe, alle. Wie ich die überall drin habe, wie ich euch ja schon ein paar Mal erklärt habe. Aber das zeige ich euch dann gleich nochmal. Ja, der hat die 105 mm Kanone drin. Und der M50 Sherman, der hat glaube ich eine 90 mm drin, aber da gucken wir jetzt gleich nochmal. So. Attribute Info. Bei dem zwischen 1962 und 1965 produzierten M51 Super Sherman handelt es sich um eine israelische Kampfwertsteigerung des amerikanischen M50 Sherman im Dienst des IDF. Der Panzer war bis 1970 im Einsatz und nahm an diversen Kampfhandlungen teil. Schwere Panzerung, das Fahrzeug lässt mehr abprallen, erhöhte Schussrate im Vergleich zu anderen Panzern. Optimierte Präzision des Fahrzeugs. Ist präziser als andere Panzer des Tiers, optimierte Tarnung. Die optimierte Tarnung reduziert die Sichtbarkeit des Fahrzeugs. Ja, also hat der auch schon praktisch von Haus aus eine bessere Tarnung. Ich kann die ja mal zeigen, dann nimm die mal runter, alles hier. Also wie er halt aussieht, ganz ohne alles. So, nee, Moment. So sieht er ohne alles aus. Ja, das sieht jetzt nicht unbedingt aus, als wäre das so besser getarnt. Aber es steht ja im Datenblatt. Und dann ist das wohl so von den Werten her. Aber es sieht halt nicht so aus. Unbedingt. Ne? Also ich finde das Ding richtig sexy. Eigentlich, ja. So, Moment, ich guck noch mal nach dem ersten hier, M50 Super Sherman. Da kann ich mir ja auch die Attribute anschauen. Moment, Modifikation, ja, ach, siehst du, der hat sogar nur eine 75 mm Kanone drin. Gerade mal, also eine Steigerung von praktisch 30 mm mehr. Hat der Premium. Der hier. Das sieht man auch an der Dicke der Kanone. Also am Durchmesser vom Rohr.
Das unterscheidet sich von dem Tier 1 Sherman. Sichtbar. Jo, und ich finde das Ding eigentlich ganz cool. Ich fahre mit dem gern mal rum, wenn eine Mission da ist, die ich auf Hardcore nicht mag. Wie zum Beispiel Prometheus oder Onyx. Es gibt manche Missionen, die sind einfach zu leicht. Da hat man das Gefühl, man steht in der Schießbude. Und es gibt eben manche Missionen, die haben, sag ich mal so, da ist die Wahrscheinlichkeit eingebaut, dass man sie verliert, sehr groß. Deswegen fahre ich manche Missionen eben nicht im hohen Tier. Weil ich mag sie einfach nicht. Weil ich da schon oft gewonnen habe, verloren habe vielmehr, ohne den Hauch einer Chance, es zu gewinnen. Ja? Und deswegen, das mehrmals und öfters, und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, ich fahre es einfach nicht mehr. Ja, weil da steht man an irgendeinem Funkturm in Prometheus zum Beispiel und nimmt das alles ein mit seinem Team, und man steht aber, man muss halt dann noch ein Stück fahren, bis man dann bei dieser Rakete ist, die diesen Satellit angeblich in die Wolken schießt. Und keine 2 bis 3 Sekunden, nachdem dieser Funkturm verteidigt war, ist die Rakete schon beschossen worden. Und es war nicht mal einer in der Nähe von uns. Das ist jetzt schon ein Augenblick her. Ich weiß, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen geändert, die Mission. Ja, aber jetzt habe ich es wieder so verloren. Ja, und wir hatten nicht den Hauch einer Chance, die Rakete zu verteidigen. Und überhaupt, und in einem random Team, also in einem Team, was zufällig zusammengeschmissen wird, wie willst du da jemandem richtig erzählen, dass es am besten mal wäre, dass da oben einer bei der Rakete stehen bleibt, ja? Sie wollen ja all Damage machen und Kills, und der oben an der Rakete stehen bleibt, der macht halt weniger Damage und Kills. Und deswegen funktioniert das oft halt nicht. Aber deswegen spiele ich es halt nicht gern. Nur noch im Kampfzug mit allen 5 Kollegen aus dem Clan, ja? Wir sind der DCS-Clan, in dem bin ich drin, das ist das Logo, Dreckenclaws-Clan. Und wenn ihr mich mal seht und ihr auch Clan-Mitglied werden wollt, ich bin öfters mal im Global Chat und so drin, einfach rechtsklick auf meinen Namen und dann könnt ihr mit mir chatten, im Chat, im Global Chat, vom Global Chat aus. Dann gucke ich mal, was wir machen können. Wir suchen immer, also was heißt, wir suchen immer Leute. Wir sind so 60 Mann schon insgesamt jetzt, Clan-Mitglieder. Und ich würde mich freuen, ja. Wir spielen halt hauptsächlich Armored Warfare. Global Ops wird viel gespielt. PvP jetzt noch nicht so viel. Aber das ist ja auch erst so ein bisschen in Gang gekommen jetzt seit diesem Global Server, dass eben die Spiele sehr viel flüssiger zu betreten sind und alles. Und das wird im Moment ausgebaut. Unser Clan macht auch bei diesem DOCT-Turnier mit, ja, mit einer Gruppe, also dieses Global Ops Turnier. Und wir haben jetzt auch schon praktisch die neuen Aufgaben, die heroischen Aufgaben, haben wir auch schon versucht in Angriff zu nehmen, aber ich sage euch, das ist echt heroisch, soweit ich das jetzt schon gehört habe. Ich habe jetzt noch keins gespielt, ich habe es nur von klaren Kollegen gehört, was da los ist, und da geht echt die Post ab, und es wäre echt schade, wenn ihr das nicht erleben könntet, weil ihr in keinem Clan seid, ja, okay. Das war euer Muck Commander. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen informiert. Ja. Mit den Commanders habe ich das ja schon erklärt, wie ich das immer so mache. Ich nehme halt je nach Map in PvE den Commander, der am besten dazu passt und auch in dem Moment am besten zum Panzer passt. Meiner Ansicht nach. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein Video machen, wo ich das so ein bisschen erkläre, welche Commander für welche Karte und für was für ein Tank dann in dem Moment und so. Das müsst ihr mir aber mal sagen, ob ihr das überhaupt wissen wollt, ja, weil ich komme mir dann immer so vor wie so ein Großkotz, der da was von sich gibt, ne, und ich will ja auch nichts Falsches sagen. Ihr müsst das immer so sehen, dass das immer aus meiner Erfahrung heraus und aus dem, wie ich das Spiel spiele, ich auch die Sachen auswähle, ja. Und das muss nicht für euch zutreffen.
Ja, ich bin zum Beispiel eine, ich gehe gerne ins Gemüse. Es gibt Spieler, die tun eher aus dem Hintergrund lieber agieren und so. Also müsst ihr mal schauen, wie das für euch passt dann oder ob ihr das überhaupt auch wissen wollt, ne? Von mir mal, wie ich das mache. So, das war euer Commander. Ich wünsche euch alles Gute heute und habt noch einen schönen Tag und schöne Spiele. Euer Muck Commander. Bis denne.